Willkommen im Königreich Easton, dem dritten Königreich aus Super Mario Land. Euer Gastgeber ist wie immer Michael und ja, ihr merkt, jetzt ein bisschen vorbereitet, weil ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe ja immer die Endgegner in der Beschreibung vom 3DS vorgelesen. Da stehen ja die Königreiche auch namentlich erwähnt. Und ich bin immer zurückgegangen nochmal. Oh, man kann es sich auch schwer machen, ne? Bislang ein tolles Let's Play. Also ich habe sehr viel Freude daran. Ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß im Moment beim Zusehen. Das Spiel ist natürlich erhältlich. Eben habe ich es schon gesagt, ich lese etwas vom 3DS vor. Das Spiel ist natürlich im eShop des Nintendo 3DS und 2DS-Systemes. Oh, das war knapp. Erhältlich. Ich glaube, 5 Euro kostet es zum Runterladen. Sollte jeder einmal gespielt haben. Und ja, kriegt von mir wirklich die volle Empfehlung. Also, gar keine Frage. Kann man nicht falsch machen mit diesem Klassiker. 5 Euro bestens angesetzt. Wer es noch im Original hat, hat es natürlich am schönsten. Aber Original ist halt immer so eine Sache, ne? Man hat Module, dann fehlt heute zum Teil das Gerät zum Abspielen, hat man vielleicht nicht mehr, ging kaputt oder so. Ich habe es mir trotzdem runtergeladen, weil ich finde, die Gameboy-Spiele, die habe ich schön im Schrank stehen. Das ist einfach nicht mehr zeiterträgend, da noch sehr viele Module immer mitzuschleppen. Von daher. Außerdem ist es dann in einer digitalen Version das Ganze. Muss man ja auch mal bedenken. Hohoho. Das ist knapp hier manchmal. Vorsicht, so. Jetzt weichen wir aus. Oh weia. Hi! Oh Gott, Stein, Stein, Stein. Ach so, die sind weg. Okay, die anderen sind weg, die uns verfolgt haben. Ja. Oh weia. Oh Kraus. Hi, hi. Oh. Oh, naja, freilich immer, ne? Aber es kommen keine Steine, also müssen wir uns jetzt so vorhangeln. Geht ja noch. Nein! Oh! Wir haben noch 11 Leben, keine Sorge. Jetzt ist gerade irgendwie der Wurm drinne. Ach, schaut mal, das war aber Pixelgenauigkeit. Ach ja, da. Verrückt, dieses Spiel ist verrückt manchmal. Nein, nein, nein. Oh. Hei, 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 hei. Ach ja, man kann viel, viel, viel Freude mit diesem Klassiker haben. Und genau, jetzt mussten wir hier auf die Plattform. Und einmal kommen. Ja, ja, ja. Jetzt können wir uns garantiert ein Leben holen. Oder ein Superballblume. Also es kann eigentlich nicht viel schlimmer kommen. Leben oder Item. Oh, hätte ich ja die 1 nicht erwähnt. Ah, mein. So. Welt 3, zweiter Level. Vorsicht, wir haben Spinnen von oben grau getarnt in schwarz-weißer Grafik. Und ja. Das ist mit der schwerste Level hier, den es gibt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder war das aus Welt 3? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber Welt 3 war genau so ein, naja, Beschiss möchte ich nicht sagen. Aber es ist Welt 3, oder Eck 3, oder Level 3, so rum. Ihr wisst, was ich meine. Ist genauso schwer. Oh. Heieiei. Hatten wir jetzt Glück, dass dieser kleine Käfer hier nicht gefährlich wirkte auf uns.
Nein. Oh. Das ist verfluchend manchmal. Und... Aber ich muss... Oh nein, jetzt sind wir wieder hier. Das ist doch jetzt wohl hier nicht zu glauben. Also Konzentration, 10 Leben, die geben wir nicht her. Jedenfalls nicht so einfach. Sehr schön. Jetzt kommen auch noch diese Kuckewilli-Dinger vor, aber wir haben jetzt erstmal da. Wir sind jetzt erstmal groß und es kann also erstmal nichts auf Anhieb passieren. Okay, ich glaube, den Level, den ich dann meine, das ist dann Level 3, der richtig schwer nochmal wird. Ich glaube, das sollte klar sein, was ich mit dem Königreich Easton meine. Es ist, keine Ahnung, wie man das übersetzen könnte, sehr, sehr steinig auf alle Fälle. Nein! Und sehr, sehr wendig. Oder wandig? Und freut euch auf alle Fälle, Welt 4 wird nochmal schwerer. Unausgeflippter. Also Welt 4 ist wirklich eine geniale Idee. Na, oh, das ist doch... Schaut euch das an. Das war so knapp. Das war so... Also das... Himmel und Hölle war das knapp, ey. Das muss ich mir selber nochmal ansehen. Oh, okay. Wir sind unten, kein Thema. 8 Leben haben wir noch. Und wir sind noch voll im grünen Bereich. Also ich hatte ja schon mal Spieldurchgänge gehabt, da hatte ich nur noch 4 Leben an dieser Stelle. Von daher passt das noch. So, ich habe nur kurz was schauen müssen, ob mein Mikro noch an ist. Nein. Weil ich habe so ein Mikro, das mit Fernbedienung... Schaltet sich gerne mal aus und ich glaube mal, unser Mario hat keine Lust mehr für heute. Mario, du musst noch ein paar Minütchen durchhalten für diesen Part. 6 Leben haben wir nur noch. Oh. Wie gesagt, wie ich es beim ersten Spiel, beim ersten Part erwähnt habe, es gibt noch einen Schwierigkeitsgrad 2 in dem Spiel. Nach dem erstmaligen Durchspielen schaltet man ihn frei. Wir brauchen irgendein Item, was uns groß macht. Sonst wird der Boss hier in Easton sehr, 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 sehr schwer. Aber ich sehe schon, wir werden hier kein Glück haben. So, das Schema einprägen. Wann wechseln Sie die Höhe? Und dann, um daneben zu springen. Genau, das wollte ich sagen. Vielleicht haben wir ja hier oben was versteckt. Ein Herz, schaute mal. Ein Herz ist besser als nichts. So, und das müssen wir uns gleich wiederholen. Das. Okay, jetzt kommen wir in einen kritischen Bereich rein. Ach, schaut mal, wir hatten 100 Ringe. Ja, okay, passt. Passt, passt, passt. Jetzt sind wir auf jetzt. Ja. Ja, sehr schön. Nein, nein, nein. Diese Plattformen, die machen einen höllisch. Herz, Herz, Herz. Oh. Heieieiei. Also, ich sehe gerade, wir haben gerade eben an einer Stelle Probleme,
wo es nicht problematisch ist. Und ich überlege gerade, hat man hier sehr viele Minuten Zeit, holt sich immer das Herz und die Münzen, die hier oben sind, so kann man sich Leben schieden. Beziehungsweise nicht schieden, Leben holen. Man findet hier im Durchschnitt, was weiß ich, wie viele Münzen. Also wer hier Zeit hat und Lebensnot... Jetzt war ich auf der Plattform drauf und springe wieder runter. Wer hier Zeitnot hat, beziehungsweise Lebennot und sich sicher ist, ich schaffe das ein paar Mal, der kann sich hier ganz einfach Leben also holen. So, jetzt bin ich natürlich klein, mag ich natürlich sehr, dass ich jetzt hier rein bin in diese Röhrenbonuswelt mit Stacheln. Deshalb gehen wir hier ganz schnell wieder raus. So, ich glaube, hier war irgendwo ein Block in Raum, genau. Okay, und ich glaube, das wird heute nichts mit groß werden. Boah, schaut euch das an, wie man die Sprünge hier timen muss in dem Spiel. Echt hart so. Wir sind, glaube ich, beim Boss gleich. Doch, doch, doch. Nein. Ich hab mir... warum ich doch jetzt eben gesagt habe... Och, schaut mal. Das ist auch nicht... sehr fair verteilte Checkpoints hier. Warum ich jetzt eben doch gesagt habe, wir werden noch mal groß. Aber... Michael wollte lieber wohl ein Leben verlieren. Okay, ganz cool bleiben bei diesem Stein. Menschen. Ja, hier werden wir nochmal groß, glaube ich. Wir sind groß. Oh, wäre ich doch ja gegangen. Okay, wir sind klein, Leute. Und haben es geschafft. Wir haben... wer war das? Ganz schnell noch. Wir haben Hiyoshi. Nee, Hiyohoi besiegt. Er hat sich aus einem Toko entwickelt und ist der Herrscher des Königreiches Easton. Er wirft Felsbrocken und kann nicht durch draufspringen, sondern durch den Schalter besiegt werden. Das war's für heute. Super Mario Land. Dankeschön fürs Zusehen. Euer Michael sagt Tschüss.